Hallo und willkommen zurück zu Starshine Legacy Episode 2 Level 6 der Damen. Linda ist nicht nur für die Schülerzeitung, abwesende Lehrer und ihre Hausaufgaben verantwortlich, sie ist obendrein die einzige, die das kleine Städtchen Jorvik davon bewahren kann, in die Meeresfluten zu versinken. Der alte Damm scheint wie verlassen und sie hat keine Zeit für lange Überlegungen. Sie muss aus sich und Meteor das Äußerste herausholen. Schon bald wird eine Bombe hochgehen, die alles ringsherum vernichten wird. Und der Countdown hat bereits begonnen. Oh ja, das klingt schon mal sehr spannend. Der Damm. Oh, ich sehe schon mal einen Stern. Nee, zwei Sterne habe ich schon gesehen. Endlich angekommen. Ich muss die Bombe so schnell wie möglich finden. Wird ganz schön schwierig werden, auf den Damm hinaufzukommen. Und ich muss Meteor mitnehmen, damit ich eventuell Hindernisse überwinden kann. Ja, und wir beide müssen dabei sehr vorsichtig sein. Und danach möchte ich so schnell wie möglich zum Reitstall zurück. Ich habe einen Mordshunger. Also echt, ständig denkst du nur ins Fressen, Meteor. Konzentrier dich jetzt lieber auf das, was wirklich wichtig ist. Dein Futter wird dir schon nicht davonlaufen. Das Schicksal von Jorvik liegt jetzt in unseren Händen. Besser gesagt, meinen Händen und deinen Hufen. Pff. Ja, ich finde, die gehen so cool irgendwie mit der Sache um. Dabei stehen da hier wirklich Menschenleben auf dem Spiel. Ist das... Oh. Hier ist schon das erste Hindernis. Wir müssen diesen Kanal überqueren. Die Schleppkräne? Kähne. Schleppkähne? Ja. Schaukeln zwar ziemlich hin und her, aber wenn wir es vorsichtig von einem zum anderen schaffen, können wir auf diese Weise ins andere Ufer gelangen. Linda, du hast die Zügel in der Hand, aber sei vorsichtig. Ich vertraue dir voll, aber wenn du mich zu sehr antreibst, werde ich einfach stehen bleiben. Es gibt eine Menge gefährlicher und rutschiger Stellen, also müssen wir sehr vorsichtig sein. Ja, ich wollte gerade fragen, ist das hier ein Aufzug? Sieht ein bisschen wie so Aufzugtüren aus. Und hier nochmal, aber ist wahrscheinlich einfach nur eine Tür, ein Durchgang oder so. Die Frage ist auch, wie sie jetzt eigentlich hier hingekommen sind. Also, weil die Türen sind ja zu. Okay, also er kann... Also Meteor kann momentan nicht schnell rennen. Trab ist so das Höchste. Da hinten ist ein Stern. Ach so, dann hätte ich jetzt auf dem... Ding hier bleiben müssen, oder? Ich probiere mich mal ein bisschen aus. Aber was halt komisch ist, ist, dass diese Dinge hier so hin und her fahren. Weil eigentlich müssten sie ja in die Richtung vom Wasser fahren, außer sie werden irgendwie gesteuert, aber das wird ja keinen Sinn machen, dass die hier hin und her fahren. Okay, haben wir schon mal einen goldenen Stern. Und ich habe irgendwo noch einen gesehen. Ich glaube, ja genau, dort vorne, aber da kommen wir jetzt aktuell noch nicht hin. Ist ganz schön laut hier, das Wasser rauscht total laut auf den Kopfhörern. Also springen kann ich... Nee, springen kann ich nicht, sonst wäre ich jetzt rübergesprungen. Aber das geht leider nicht. Die Frage ist auch, wie das Auto dahin gekommen ist. Also ist alles ein bisschen merkwürdig hier gebaut. Ich meine, die Arbeiter müssen ja auch irgendwie hin und her kommen. So, hier liegt was. Ja. Warte mal, was ist das da drüben? Da liegt ein Stück Papier auf dem Boden. Ich würde es ja gern für dich aufheben, aber ich habe keine Hände. Du musst wohl absteigen und das selbst tun. Stimmt. Ich sollte mir das mal genauer anschauen.
Es könnte etwas Wichtiges draufstehen, weißt du? Ja, ganz zufällig liegt da ein wichtiger Zettel. Teil des Codes. Ein Papierfetzen mit Zahlen drauf. Sieht aus wie ein Geheimcode. Mensch, wenn wir Glück haben, ist das ein Teil des Codes, um die Bombe zu entschärfen. Ich muss unbedingt die anderen Papierstücke finden. Warum sollte jemand den Code der Bombe hier stückchenweise verteilen? Das macht doch gar keinen Sinn. Können wir hier eigentlich hoch? Nee. Wollte ich nur mal ausprobieren. Und wenn wir das Auto mit dem Kran anschieben, dann könnte sich der Betonblock von dem Haken lösen und auf den Stahlträger fallen. Auf diese Weise könnten wir die Mauer überwinden. Was meinst du, Meteor, ob das klappen könnte? Wow, klingt wie ein guter Plan. Aber wir brauchen eine Menge Glück, um das zu schaffen. Okay, versuchen wir es. Geben wir dem Auto einen kräftigen Schubs und schauen mal, was passiert. Wenn nicht die Handbremse angezogen ist, müsste das ja irgendwie gehen. Ja. Genau. Gut. Dann haben wir jetzt eine Wippe, mit der wir rüber können. Also diese Türen sind doch keine Aufzüge, es sind einfach nur Durchgänge. Es sah am Anfang so aus wie so ein Aufzug. Ja. Da liegt noch ein Papierfetzen. Ich glaube, mit dem Knopf hier lässt sich der Kran einschalten. Vielleicht kann ich mit dem Träger eine Brücke bauen, damit wir das Wasser überqueren können. Gut kombiniert, Linda. Du, schau mal, da drüben liegt ein weiteres Papierstück. Heb es auf, während du auf den Kranknopf drückst. Klar mache ich, aber wir müssen auch noch die anderen Papierfetzen finden, sonst ist der Code unvollständig. Ja. Also ich finde das jetzt gerade so ein bisschen zu einfach, ehrlich gesagt. Aber ist ja nur ein Spiel. Okay, geschafft. Jetzt nichts wie rüber auf die andere Seite. Jetzt können wir aber da hoch anscheinend. Ja, da drüben ging es noch nicht. Ich meine, da drüben hätte es auch keinen Sinn gemacht, aber ich wollte es einfach ausprobieren. So, da ist noch ein Papierfetzen, aber ich möchte erst den Stern einsammeln. So. Und wieder zurück. Jetzt müssen wir auch wahrscheinlich gleich die Treppe hier hoch. Nehme ich mal an. Ja. Ich dachte, sie sagt jetzt noch mal was, aber nee. Wir müssen einfach hier hoch. Ich kann Meteor übrigens auch nicht schneller laufen lassen, also der läuft gerade nur Schritt. Hier haben wir jetzt auch mal ein bisschen Überblick über das Ganze. Aber ich weiß nicht, ich finde immer noch, wenn sie wirklich davon ausgehen würde, dass da eine echte Bombe ist, dann wird man doch irgendwie der Polizei oder irgendwem Bescheid sagen und das nicht einfach versuchen, alleine zu entschärfen. Also das finde ich halt so ein bisschen blödsinnig. Hey Meteor, meinst du, du schaffst es, über diesen Zaun zu springen? Wenn du meinst, Linda, aber nach dem Landen müssen wir erstmal vollständig zum Stehen kommen. Oh, ja klar, sonst könnten wir die Stufen hinabstürzen und uns dabei schwer verletzen. Also, los geht's. Meteor ist doch ein Springpferd, oder? Für den dürfte das ja kein Problem sein. So. Und da liegt noch ein Papierfetzen. Sammeln wir den mal ein.
Jetzt haben wir den Code. Endlich, jetzt habe ich alle vier Papierstücke beieinander. Jetzt habe ich den Geheimcode, mit dem ich die Bombe entschärfen kann. Ja, genau. Und die Bombe, woher weiß sie denn, wo genau die Bombe eigentlich ist? Also, in der Vision hat man ja nicht gesehen, wo sie platziert war. Also, man wusste nur, dass sie beim Damm ist, aber wo genau? Jetzt muss ich wahrscheinlich wieder einen Knopf drücken. Ja. Aber ich höre was ticken. Ich glaube, wir sind ganz in der Nähe. Ich höre so ein Tickgeräusch. Nee, jetzt ist es wieder weg. Das war ja komisch, okay. Aber Linda weiß ja, wo es lang geht. Okay, jetzt kommt auf einmal Musik. Warum auch nicht? Also irgendwie, ich hatte noch so eine Erinnerung, dass man hier am Damm irgendwas machen muss. Aber ich dachte irgendwie, dass man das mit Alex macht. Oh nein, wir müssen über diesen großen Abgrund springen, sonst kommen wir nicht mehr weiter. Puh, der Abgrund ist ganz schön breit. Ganz schön tief eher, oder? Oder meint er die Lücke? Ich weiß, aber du bist das beste Springpferd der Welt, Meteor. Ich weiß, du wirst mich nicht enttäuschen. Ja klar, aber wenn wir es nicht schaffen, weißt du, dann stürzen wir runter, und zwar ziemlich tief. Das würden wir womöglich nicht überleben. Und dann würdest du die Abendfütterung verpassen, was? Sei nicht so pessimistisch. Du wirst mich nicht im Stich lassen. Oder Jorvik. Ist alles nur eine Frage der Geschwindigkeit und des richtigen Timings. Komm, wir beide schaffen das schon. Los geht's, wir tun es zur Rettung von Jorvik. Na schön. Geschafft. Wie kommen denn die Arbeiter darüber, mal so als Frage? Oder warum fehlt da überhaupt so ein Stück? Schau, da ist sie, die Bombe. Und die Wand ist auch schon eingerissen, wie es aussieht. Endlich. Also dann, entschärfe sie, damit wir nach Hause können und endlich was zwischen die Zähne bekommen. Ich habe so einen Hunger, dass ich einen ganzen Heuhaufen verdrücken könnte. Wenn das so einfach wäre, Meteor. Ich kann niemanden zu Hilfe rufen. Mein Handy hat keinen Empfang. Und wenn ich zur Polizeistation reite, wird die Bombe hochgehen, bevor wir zurück sind. Ich werde die Sache wieder mal ganz allein in die Hand nehmen müssen. Ja, warum wohl? Du hättest doch auch einfach schon die Polizei vorher anrufen können. Nur mal so als Idee. Das ist irgendwie... Okay, jetzt kommt der kniffligste Teil. Ich kann nur mein Bestes versuchen. Die Uhr tickt. Oh Gott, in ein paar Sekunden wird das Ding hochgehen. Toll, ich hab's geschafft. Die Bombe ist entschärft. Ja. Also irgendwie finde ich das gerade so ein bisschen lächerlich, aber okay. Das ist fantastisch. Ich bin echt froh, dass du das hinbekommen hast. Sonst hätte ich heute Abend womöglich nichts mehr zu futtern bekommen. Kannst du eigentlich jemals in etwas anderes denken als ins Futtern? Aber naja, reiten wir zurück und ich sehe mal, was ich finden kann. Puh, das war echt knapp. Level 6 wurde abgeschlossen. Ja. Also ich muss ja sagen, ich fand das ein bisschen... Ich fand das Level nicht so gut. Es war sehr... Also ich meine, klar, das Spiel ist allgemein unrealistisch, aber das war jetzt schon sehr merkwürdig und komisch und ich... Keine Ahnung. Naja, wir werden dann mal sehen, was im nächsten Teil passiert. Bis dahin. Tschüss.